So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV Format. Diesmal ist es eben nicht live, weil es Probleme auf dem JFD Desktop gibt. Seit dem neuen Update von Guidance läuft da nur ein Demo-Stream. Die Leute sind dran, aber sie konnten das Problem noch nicht lösen. Deshalb gibt es eben jetzt hier die Aufzeichnung. Aber ist nicht weiter schlimm, denn aktuell läuft im DAX sozusagen das Setup sowieso nicht, das Buy Setup, aber da schauen wir gleich drauf. Und im Bund Future würde man eher oder würde man unglücklich eingestoppt, wenn man wirklich die Sachen genauso gehandelt hat, wie ich es im Video beschrieben habe. Da ich aber nicht am Rechner war und die Vorbörse bzw. halt das Setup im DAX auch nicht aktiviert worden ist, ja, war das dann eben. Kann man das kritisch hinterfragen. Aber jetzt schauen wir einfach erstmal auf den DAX. Da hatte ich nur mit dem Bund Future noch was eben erwähnt. Die Wahrscheinlichkeit steigender Kurse war höher, aber hier habe ich extra den Pfeil hier oben, also über das letzte Hoch oder beziehungsweise über den Schlusskurs halt gelegt oder beziehungsweise eigentlich auch sollte bei 9.850 erst losgehen. Der DAX eröffnete deutlich darunter, also kein wirkliches, richtiges, schönes Gap-Up. Leicht hat das eins geschafft, doch dann kam der Abverkauf. Und aktuell stehen wir hier an einer wichtigen Unterstützung, die eingezeichnet ist. Wir sind jetzt auf Xetra unterwegs. Von hier aus sollte jetzt nun der DAX eine kleine Gegenbewegung auf jeden Fall einlegen. Ob es jetzt hier komplett eine Aufwärtsbewegung stattfinden kann, ist noch fraglich, aber eine gute Unterstützung ist aktuell da. Auch hier im 4-Stunden-Chart kann man von einer Unterstützung immer ausgehen. Und hier sieht man, dass er von diesem EMA gedeckelt worden ist, heute früh im 4-Stunden-Chart. Des Weiteren habe ich im Moment keinen neuen Chart dabei, deshalb werden wir auch kurz auf den Bund-Future schauen. Hier ist das Setup beschrieben unter dieses Low von 163,35 sollte die Strecke bis 163 abgearbeitet werden. Hier war es klar dann nur ein Fehlausbruch bzw. nur ein Anteasern und lief dann direkt hoch. Einerseits habe ich ja gesagt, hier direkt 20 Pips Stopp oder man setzt ein Stück höher, aber beide werden oder wurden, wenn man es hier ganz pipgenau nimmt, erreicht. Aktuell, was ich aber auch im Video eben angesprochen habe, dass eben noch ein Hoch fehlt. Deswegen war eigentlich auch der Stopp weiter hoch eher präferiert. Aber dennoch sind halt bei solchen antizyklischen Setups die Stops sehr schwer platzierbar, beziehungsweise dann wird man eben auch ausgestoppt. Jetzt hat er eben hier das neue Hoch gemacht. Da der DAX jetzt eben auch die Chance hat anzusteigen, kann eben dann der Bund fallen. Also bleibt hier im Prinzip alles beim Alten erstmal. Tageschart. Was sind jetzt hier? Kerzen im Weg. Lösche ich sie mal schnell. Ich habe es ja noch gespeichert. Klar, die Kerze war am Tag davor war absolut noch keine Schwächekerze. Bleibt die Tageskerze so oder schließen wir auch tiefer, sowieso hier unter dem ersten Verkaufstriggermarke, dann ist es hier. Kann man das als Umkehrkerze definitiv ansehen.
Ich werde das weiterverfolgen in den unteren Zeitebenen und ja, für einen Short auf Swing-Basis ist der Wert für mich immer noch sehr interessant. Danke fürs Zuhören und mal schauen, ob sich die Probleme in dem Livestream sich dann heute Nachmittag in Luft auflösen. Danke.